Hallo und herzlich willkommen hier auf Jurella.de. Dieses Video geht zu den Übungen zum Logarithmus. Es sind die 7 letzteren Aufgaben aus dem Logarithmus-Kompakt-Skript auf www.jurella.de. Wir wollen hier also die Logarithmusgesetze anwenden. Es geht darum, hier mit Tricks sich solche Rechenausdrücke einfach ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben hier Logarithmus von 4 zur Basis 10 plus Logarithmus von 250 zur Basis 10. Können wir beides mit Taschenhilfe des Taschenrechners ausrechnen? Und dann addieren. Wir wollen aber hier mit den Logarithmusgesetzen das einfache ausrechnen. Nun, wir wissen, wenn ich hier ein Plus habe zwischen zwei Logarithmen zur gleichen Basis, dann kann ich diese beiden einfach multiplizieren. Das heißt, ich habe den Logarithmus zur Basis 10 von 4 mal 250. 4 mal 250, 1000. So, jetzt ist die Frage, was muss ich 10 potenzieren, um auf 1000 zu kommen? Naja, 10 hoch 3, also ist hier die Antwort 3. Ein bisschen wüst, das sieht die schon aus. Ein halb mal Logarithmus 2 zur Basis 4 plus 4 mal Logarithmus von 6 zur Basis 2 minus 2 mal Logarithmus von 36 zur Basis 2. Gehen wir es Schritt für Schritt durch. Hier vorne steht ein halb mal Logarithmus 2 zur Basis zu 4. Naja, das ist ein halb einfach reinziehen als Potenz. Da haben wir 4 hoch ein halb. 4 hoch ein halb ist 2. Also steht hier nur noch Log zur Basis 2 von 2. Plus 4 mal Logarithmus von 6 zur Basis 2, das lassen wir mal stehen. Wir könnten aber auch gerne die 4 hineinziehen, also 6 hoch 4 daraus machen. Minus, naja, hier, ihr seht, 36 ist 6 Quadrat. Wenn ich 6 Quadrat habe, kann ich dieses Quadrat als Vorfaktor schreiben, also 2 mal 2. Dann steht hier also auch minus 4 mal Log zur Basis 2 von 6. Jetzt seht ihr, warum ich den mittleren Term stehen gelassen habe, weil hier und hier steht das Gleiche. Das eine mit dem Vorzeichen Plus, das andere mit Minus, das heißt, es hebt sich genau auf. Das hier ist 0. Wir haben also nur noch den vorderen Summanden, den wir beachten müssen, Logarithmus von 2 zur Basis 2, naja, 2 mit was potenziert, gibt 2, naja, die 1. Also ein wunderschönes Ergebnis für einen wüsten Ausdruck. Schauen wir uns das nächste an. Logarithmus von 4 von Basis 4 von Wurzel a, können wir im ersten Moment mal so stehen lassen, plus Logarithmus von Wurzel a mal b hoch minus 1. So, müssen wir alles ein bisschen schön rechnen. Was haben wir hier? Wir haben Logarithmus zur 4 Basis von a plus minus 1 und hier haben wir 1/2. Also haben wir minus 1/2. Nehmen wir gleich mal als Fortfaktor. Also 1/2 von Log zu 4 von a mal b. Fortfaktor minus. Plus 1/2 Log 4 von b. Was können wir noch machen aus dem ganzen Ding? Wir können den hier in gleicher Weise, die haben alle einen halb vorne dran, können wir auch hier machen. Logarithmus von a, von Wurzel a, das gleiche wie 1/2 mal Logarithmus von a. Jetzt seht ihr noch, das Einzige, was nicht genau in dieser Form ist, was uns momentan noch stört, ist dieses minus 1/2 Log von ab von 4. Jetzt wissen wir aber, das ist ein Produkt. Das heißt, wir können das auch schreiben als Logarithmus von a plus Logarithmus von b. Das heißt, wir haben hier 1/2 Log zur Basis 4 von a minus 1/2 Log zur Basis 4 von a plus minus 1 Log, also auch wieder minus 1/2 Log Basis 4 von b. Und das hier kann man einfach abschreiben, 1/2 Log zur Basis 4 von b. Jetzt seht ihr, das hier und das hier hebt sich auf, gibt 0, das hier und das hebt sich auf, gibt 0. Das heißt, der gesamte Ausdruck ist eigentlich schon 0. Hier stand uns nichts anderes als die 0. Hier unten k, wieder etwas übersichtlicher. Log x² plus log von 1 durch x jeweils zur Basis a. Das heißt, wir können es wieder zusammenfassen. Das hier mal das hier, das heißt x² durch x². Also haben wir log a von x² durch x²
also Log zur Basis a von 1. Mit was muss ich a potenzieren, um auf 1 zu kommen? Naja, a hoch 0 ist 1. Also wiederum 0. L, Logarithmus zur Basis b von 1. Ja, ebenfalls 0, 0 hoch 3. Naja, 0 hoch, egal wie viel, wir haben immer 0. M, die dritte Wurzel von a, davon der Logarithmus zur Basis a. Das heißt, da steht eigentlich nichts anderes als Logarithmus zur Basis a von a hoch 1 Drittel. Und dann ist ja ganz leicht abzulesen, mit was muss ich a potenzieren, damit ich auf a hoch 1 Drittel komme. Natürlich mit 1 Drittel. Kann ich also direkt ablesen. Und zu guter Letzt noch die n. Zweimal der Logarithmus zur Basis 5 von x plus einen halben Logarithmus zur Basis 5 von x hoch 4 minus Logarithmus von Basis 5 von x Quadrat. Was wir machen müssen, wir schauen uns einfach mal hier an, wie ich die umschreiben könnte. Der vordere Teil hier kann ich umschreiben, indem ich das Quadrat reinziehe, Logarithmus von x Quadrat zur Basis 5. Hier hinten, wenn ich das einen halben reinziehe, muss ich hiervon die Wurzel ziehen. Das heißt, das ist auch nichts anderes als Logarithmus zur Basis 5 von x Quadrat. Und hier hinten, ja, da steht es ja schon, was hier vorne steht. Also lassen wir es doch einfach mal so stehen. Und ihr seht, wir haben hier dreimal den gleichen Summanden. Einmal mit Minus, einmal mit Plus. Das heißt, der und der da, die heben sich gegenseitig auf. Und wir haben noch Logarithmus zur Basis 5 von x Quadrat. Oder da wir wissen, dass diese Ausdrücke alle genau das gleiche bedeutet haben, wäre das Ergebnis auch wichtig, wenn einfach der Term dastehen würde oder der Term, jedoch ohne Vorfaktor. Also Logarithmus 5 von x mal 2 vorne würde genauso gehen. Vielen Dank, dass ihr hier auf www.lyretta.de wart. Besucht uns mal auf Facebook und bleibt uns gewogen.